Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Social Start-ups gehören zu den Gekniffenen. Erst recht in Corona-Zeiten. Überfällig die Schutzschirme auf Social Entrepreneure auszuweiten. Aber schon zuvor hat die Politik sie vernachlässigt. 9% aller Start-ups, darunter 1700 Hidden Champions, die Spitzengeschäftserfolg und Soziales verbinden. Hochgradig wetterwendig. Die Firma AFB stützt Kreislaufwirtschaft für gebrauchte IT-Geräte und beschäftigt trotz Krise 410 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin, die Hälfte davon mit Beeinträchtigung. Oder Serlo Education, die während der Schulschließungen unzähligen Lehrern, Eltern und Schülern genau das gerettet haben, was anderen aufs Grundeis ging. All dies zeigt, soziale und technologische Innovation lassen sich nicht trennen. Deshalb 4 Punkte aus unserem Antrag. Soziale Innovation vagabundiert in vielen Kabinettressorts. Wir brauchen einen klaren Fixstern auf Bundesebene. Zweitens. Sozialunternehmen kommen bei öffentlichen Vergabeprozessen zu selten zum Zug. Anreize, Zielwerte, Transparenz bei der Verfahrensbeteiligung sind überfällig. Drittens. Deutsche Finanzierungsoptionen passen nicht für Sozialunternehmen. In Großbritannien speist man den Impact-Fonds Big Society Capital aus verwaisten Konten. 2 Milliarden Pfund. In Deutschland liegen hier bis zu 9 Milliarden Euro Potenzial brach für soziales Wagniskapital. Liebe Frau Poschmann, da braucht man nicht drüber nachdenken. Die FDP hat den Antrag schon längst gestellt. Und viertens. Reformen im Gesellschaftsrecht sind nötig für Betriebe, die gemeinnützig und unternehmerisch zugleich sind. Die eGmbH zum Beispiel ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Diese Punkte fehlen natürlich vollkommen im Koalitionsantrag. Statt Substanz, wishful thinking, wolkige Prüfaufträge, Definitionssuchen, Machbarkeitsstudien, ein Text so schwerfällig und müde wie die Fraktionen, aus denen er stammt. Aber er weist immerhin in die richtige Richtung, deshalb Enthaltung. Und liebe Grüne und Linke, mit Sprungbereitschaft über den eigenen Schatten wäre gemeinsam mehr drin gewesen. Schade. Social Entrepreneure haben die üppige Unterstützung dieses Hauses verdient. Wir Freien Demokraten jedenfalls stehen mit breiter Brust an Ihrer Seite. Und meine Brust, werte Frau Präsidentin, ist besonders breit. Recht herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke.